hier ist wieder ein altes Spiel. Oh Gott, ich glaube, das Spiel ist nun wirklich. Es war uralt. Eins der ersten Spiele, die ich gespielt habe, weil, keine Ahnung, ich kam auch irgendwie nicht auf das Spiel, weil ich dachte mir die ganze Zeit, viele YouTuber machen irgendwelche Weihnachtsepisoden oder irgendwas, was Weihnachten zu tun hat. Naja, mehr oder weniger, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ja, ich habe die ganze Zeit nach einem Spiel überlegt und irgendwie kam ich nicht auf das Spiel. Aber, naja, irgendwann da kam ich drauf und dann musste ich meine uralte CD wieder suchen, die hier irgendwo rumlag. Aber naja, natürlich läuft es nicht auf kein modernen Betriebssystem, weil es ein 16-Bit-Programm ist, deswegen muss der gute alte virtuelle PC vorhalten. Aber naja, es läuft super. So, was ist das? Ja, Hugo hat damals die Welt regiert, so ungefähr. Es gab auf jeden Fall tonnenweise Hugo-Spiele. Und das ist eben einfach nur, ich glaube, das hieß Winter Games eigentlich, aber irgendwie kam es, glaube ich, nur irgendwie als Weihnachtsspiel oder Weihnachtsversion raus, so gesagt. Davon gibt es noch drei Stück. Aber das ist eben die erste aus 1997 und hier sind hauptsächlich eben nur kleine Spiele, kleine Mini-Rätsel, so gesagt, und eben die drei von den Hugo-Spielen, die man kennt. Ich glaube, weiß gar nicht, gab es das auch irgendwann mal im Fernsehen? Weiß ich nicht. Aber das definitiv und das definitiv, die sind nur ein bisschen gecuttet, ohne Sprachausgabe und ohne Endrätsel oder beziehungsweise Endszene. So, und wie gesagt, wir können jetzt einfach irgendwie was auswählen und ja, das sind eben diese kleinen Mini-Rätsel, die ich sagte. Manche schwer, manche weniger schwer. Manche sind einfach nur, naja, ich glaube, nur eins ist wirklich bescheuert, Wiggy. Naja, dann nehmen wir zum Beispiel das hier mit den Schubladen. Die Schubladen müssen geschlossen sein. Ja, wir können die Schubladen anklicken und gehen zu und dann kommen wir der andere raus. Wie habe ich das damals gelöst? Ich weiß bis heute nicht. Einfach nur ein paar Dinge anklicken. Ja. Irgendwann sind alle zu und dann kriege ich das Geräusch, das ich geschafft habe. Bosch geschafft habe. Oh, Schubladen, geht zu, geht zu. Wahrscheinlich soll man sich einfach einprägen, eben genau, wann welche zugehen, aber durch ihr Herumklicken klappt es aber. Naja, das Spiel ist auch für, keine Ahnung, 6-Jährige wahrscheinlich entwickelt worden. Ich habe es gespielt, als ich war. Wie alt war ich da? 9. Ja, komm ja fast hin, ne? Ich glaube, schwerer Rätsel, so wie das hier mit der Uhr. Achte darauf, dass die Zeit stimmt. Hier müssen wir jetzt mich nichts machen, außer ich glaube, das Zahnrad und das Zahnrad muss sich bewegen. Ist egal, welche Richtung, es muss sich einfach nur bewegen. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Platz hier machen. Oh, ich verpiss dich. Ah, Platz machen. Hier brauche ich Platz. Geh mal weg hier, geh mal weg. Genau, damit ich das Ding nach da anpacken kann, dann drehen die sich. Ja, und wie gesagt, Hugo war damals der Shit. Damals gab es echt so unglaublich viele Hugo-Spiele, ey. Naja, der Fernseher hat seinen Beitrag dazu geleistet, eben, dass man da anrufen konnte und dann irgendwelche Preise gewinnen konnte, wenn man den Kram gespielt hat. Da war ich immer neidisch gewesen, wenn die Leute, die Kinder, ein Super Nintendo bekommen haben. Da war ich immer, ich will auch ein Super Nintendo. Ihr Schweine. Aber ihr wisst ja, ne? Ich und Rätsel. Aber eigentlich sind das hier Kinderrätsel, aber naja. Ich stelle mich also gerne mal selbst bei so welchen Kinderrätseln an. Das passt nicht. Dreht das sich auch, wenn ich den Darm packe? Ja. Fällt mir einfach auf. Ah, ich wollte gerade sagen, ich habe kaum noch Zahnräder. Ey, was ist das? Das ist ein Zahnrad. Ich glaube, ich muss nach rechts, ne? Scheint so. Ich glaube, wenn ich den hier hinpacke, dann. Genau. Ist der jetzt dran oder ist der nicht dran? Wir bauen einfach mal den. Ach, das geht auch nicht. Den daran. Das geht auch nicht. Ja, schön, so dreht er sich aber. Oh mein Gott, das ist einfach zu schwer für mich. Nein, geh weg. Ich will nur, dass das Ding da unten dreht. Aber den muss ich ja da lassen. Wie gesagt, ich habe auch nichts Größeres, also muss es ja so klappen, weil das klappt nicht. Also muss er irgendwie nach da unten kommen. Und so dreht er sich nicht. Ich habe ja noch ein großes, aber das bringt nichts. Wenn ich es einpacken kann, dreht sich es auch nicht. Wie soll blöd, wie kriege ich das da runter? Ach, theoretisch, ne? Ah, kannst ja schlau überlegen. Du musst theoretisch ja nicht mehr da hingehen. Du kannst einfach. Genau. Wer sagt denn, dass du von da oben kommen musst? Du musst es ja nicht nach Reihe machen. Du kannst es einfach nacheinander machen. Sonst habe ich das Problem, dass ich hier irgendwie nicht hinkomme. Alter, wir können ja mal ein paar hier wieder wegnehmen. Können wir mal gucken, ob wir davon einen kriegen? Nein. Nein, okay.
Auch keine Chance. Also wir müssen einen großen nehmen und ich glaube, den könnte ich dann theoretisch. Ja, einpacken. Warum nicht? Ich glaube, das passt doch. Was? Passt da hin? Na, das passt auch nicht. Hier müssen wir wieder einen kleinen packen. Nein, nur kann ich den hier anpacken. Ja. Ach hier, nimm mal auch den hier. Warte. Ah, der ist auch wieder im Weg. Hau ab. Ich sage ja, die Rüstung sind zu schwer, zu schwer. Okay, damit ich nicht Ewigkeiten hier hänge, glaube ich. Ich gebe gleich auf. Das kann ja nicht angehen hier. Die bringen nichts, du kommst da nicht hin. Oder ich glaube, das musst du so machen, ne? Ja, den packst du jetzt einfach irgendwie. Abistik? Kann ich hier nicht irgendwo hinpacken? Mann, du bist im Weg. Da passt er nicht, da passt er nicht. Da geht er nirgendwo hin. Da will das Spiel wohl wieder, dass ich. Komm, passt doch. Und dann dreht er sich natürlich nicht. Dahin. Dahin. Oh, ich hasse Rätsel. Was habe ich gesagt? Das Spiel ist für 6-Jährige? Ja, und ich bin. Ich bin nicht alt genug, um das Spiel zu verstehen. Komm mal, komm doch schon fast hin. Okay, da komme ich nicht hin. Kann ich auch theoretisch so machen. Okay, also dann bewegt sich das nicht. Komm, wird sein. Ich bin so nah und doch so fern. Weil da das Ding nicht aneckt. Der hier, der eckt auch nicht an. Na, ich kann ihn da nicht hinpacken. Oh, eigentlich scheiße. Aber ich kann da anpacken, den kann ich da anpacken. Ich würde sagen, den kann ich da anpacken, dann dreht er sich nicht. Komm, und den kann ich da anpacken. Ah, geh doch, du Scheißteil. Oh, da kommt kein. Dieses komische. Du hast geschafft, Rätsel. Ja, eigentlich sind die alle fast hier so. Die Rätsel, ein paar wiederholen sich nicht. Aber wir gehen jetzt mal zu einem Rätsel, das ich gute Erinnerung habe, weil ich das damals nie hinbekommen habe. Und dabei ist es total simpel. Und zwar hier auf den Klohäuschen. Ja, zum Glück kann man auf den Klo kein Rätsel machen, sondern hier. Das Waschbecken. Lass das schmutzige Wasser im Becken ablaufen. Genau, und hier theoretisch hast du die Auswahl hier zwischen diesen ganzen Drehdingern. Aber egal, wie du hier rumdrehst, da passiert nichts. Da passiert nichts. Ich habe hier stundenlang damals gesessen, auf diesen Dingern rumgedrückt und rumgequietscht. Und es funktioniert nicht. Und weißt du, was die Lösung ist? Da ist ein Pömpel. Jetzt zeigt dir nicht mal an, dass du ihn benutzen kannst. Aber wenn du ihn anklickst. Ja, ich kam da auch ohne Lösungsbuch drauf. Aber das hat lange gedauert damals. Verdammt lange. So, was haben wir noch für bescheute Rätsel? Ah, ich gehe mal auf den Dachboden hier. Da bin ich mal da oben. Dann hat da. Und hier sind so, ich glaube, war das mit den Hüten? Ich glaube ja. Bringe den Hut wieder in den richtigen Teil der Welt zurück. Genau, hier musst du einfach nur denken, wo das hinkommt, in welchen Teil, welchen Teil des Landes. So wie der, jetzt muss ich mal überlegen, was hier Land ist das. Da kommen ja nur die Geräusche, wenn ich jetzt hier rüberfahre. Oh, falsch. Was Frankreich? Was soll Russland darstellen? China. Das könnte so wahrscheinlich Indien sein, ne? Frankreich. Texas! Das soll hier. Das sind die Russen. Mexikaner, genau. Die sind noch hier unten, oder? Warte, wo waren die? Genau. Ah, die Wikinger! Wo sind die Wikinger zuletzt? Damals hatte ich ja noch weniger Ahnung von Erdkunde. aber ich hab's trotzdem irgendwann bekommen. So mit jedem Rätsel. Oh nein, das war absoluter Scheiß. Das ist hier so ein typisches Simon Says Rätsel, wo dir irgendwelche Noten vorspielt und du die nachspielen musst. Gott, das habe ich immer gehasst. So, das ist wieder so ein typisches Puzzle, wo man was zusammenpuzzeln muss bei das Rätsel, aber das ist ein anderes Rätsel hier mit dem Bett. Ich kann nur auf einem flachen Bett schlafen.
Ja, hier muss man nämlich irgendwie gucken, dass man hier, man sind Teile, so wie Tetris, und dann schiebt man die einfach durch und dann muss man versuchen, irgendwie den Weg dahin zu finden. Also, na jetzt, guck mal, jetzt komme ich schon richtig weit. Ich muss einfach nur bis zum Bett nach da oben. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Bett hier, zack, da, hier überall hingehen. Bis nach hier theoretisch, oder nehmen wir da? Ist egal, wo ich da oder da nehme. Guck mal, wir kommen ja schon fast dahin. Muss ich mal nur einen hier hinschieben. So, jetzt ist der Weg schon richtig. Das kann ich jetzt aber machen. Ich schiebe einfach jetzt einen nach da raus. So. Jetzt brauche ich nur noch ein passendes Teil für da oben. Oh, das reicht das schon theoretisch? Nee. Ich brauche ein Winkelstück. Ich brauche ein Winkelstück. Los, gib mir ein Winkelstück. Nein, weg damit. Geht das theoretisch? Ja. Ich komme nach da unten rein. So. So war es das. So, jetzt komme ich zum Bett und. Rätsel geschafft. Boah. Ein leichtes Rätsel, aber wenigstens was anderes. Wie gesagt, viele Rätsel sind gleich. Das ist einfach nur ein stumpfes Puzzle-Rätsel. Was haben wir denn noch? Wir können ja weiter reingehen. Hier zum Beispiel in die. Was ist das überhaupt? Ach, in die Geschenkestation. Ah, das ist auch wieder so ein Merkrätsel, glaube ich, gewesen. Oh Gott, davon haben die richtig viele drin. Bringe die Geräte in die richtige Stellung. Okay, das war woanders mit den Werkzeugen. Aber hier ist einfach nur. Ja, wo werden die angehangen? Weil, wo sieht es aus, als könnte man eine Säge anhängen? Da? Ja. Was doof ist auch, wenn du einmal was Falsches machst oder was Falsches antippst, dann fliegen automatisch alle Dinger runter. Warum auch immer. Okay, doch nicht. Bei den meisten Rätseln ist es immer so, wenn du eine einzige Sache falsch machst, dann musst du alles wieder von vorne machen. Das ist so richtig nervig. Schraubendreher? Wer packt den Schraubendreher so rein? Ohne Scheiß, die packt er echt. Wer packt den Schraubendreher bitte so auf sein Brett? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ich kenne niemanden, der seinen Schraubendreher so hinpackt. Okay, Hohlmaschine oder so, ergibt ja Sinn. Okay, das ist auch ungewöhnlich. Wie soll das denn gehen? Dann müssen die ja schon das eine vorstehen vor den anderen. Hä? Es kann nur eins von den beiden sein. Kommt doch, wo die Säge hin, Mann. Gib mir die scheiße Hobel. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Es gibt ein paar mehr Orte, wo du die ranhängen kannst. Den kannst du da oder da ranhängen. Ich vermute mal eigentlich wieder wahrscheinlich, dass ich genau den da packe und den. Okay, war das Rätsel. Okay, das war dann so beschissen. Das heißt eben, du konntest sie zwar ranpacken, aber wenn es aber falsch war, jo, dann Pech. Und ich glaube, du kannst sie einfach angucken, genau. Wenn du die anguckst, so, dann weißt du, wie sie stehen. Ich habe ja fast alles richtig gemacht, ne? Ja, die Säge kommt nach rechts. Der Hammer kommt nach da. Bringe die Geräte in die richtige Stellung. Die Säge kommt nach rechts, komme ich nicht gleich Säge. Ja, die kommt. Oi, laut dem Bild kommt das doch dahin, du. Verarschen. Nee. Wo hab ich den vorhin? Ich habe die vorhin hier gepackt, ne? Guck mal, laut dem Bild hinten. Also, ups, die andere Säge. Ich Trottel. Bringe die Geräte in die richtige Stellung. Die andere Säge ist das. Nicht die, ja, das ist ein Fuchsschwanz und das ist eine Bügelsäge, genau. Ein bisschen Dingskunde habe ich auch. Ha, ha, ha. Der Hammer kam in die Mitte, glaube ich. Der Hobel kam nach da. So, genau, das ist richtig beschissen, ist einfach schon mit denen hier. Mit denen, wo kommt der Kleine hin, wo kommt der Große hin? Links oder rechts? Selbst wenn das falsch ist, dann schmeiße ich den ganzen Scheiß auch schon runter. Deswegen hasse ich das Rätsel. Nein, der Schraubenkerl kommt dahin und nicht dahin und schon brumm, fällt das runter. Deswegen, wenn ich die jetzt verwechselt habe, dann hätte ich verloren. Da, wo ist denn jetzt das Merkrätsel, wovon ich geredet habe? Los, gib mir das Merkrätsel, ich hasse es. Da. Nee, das ist das mit Geschenken, glaube ich, ne? Was war das gewesen mit den Geschenkteilen? Ich glaube, das war ein Minispiel, oder? Die Geschenkemaschine muss funktionieren. Ah nein, das ist nochmal die gleiche Scheiße. Nein, danke. Nicht nochmal. Wo ist hier der Ausgang da? Merke dir, was die Spielzeuge sagen. Na, das ist so mehr Grätsel. Ich war so, okay, warte. Scheiße. Genau, ich fing das da an.
Ja, ich hasse Merk-Rätsel. Ich weiß, viele von euch werden aber schon absolut keine Probleme haben und wird denken, so Bomben eingeprägt und das mache ich dann. Aber ich hasse Merk-Rätsel und ich hasse die bis heute. Es hat sich nichts verändert in den ganzen verfickten Jahren. Da, das ist auch wieder Merk-Rätsel mit Melodien. Ah, ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die. Und das, Bringe die Tiere wieder in den jeweiligen Teil der Welt zurück. okay, das war das nochmal. Ja, auch wieder easy hier. Koalas. Nee, Koalas, wo kamen die nochmal her? So ein Koala darstellen, ne? Haben die oben? Nee. Nee, ich glaube, die sollen hier hinten. Hinten, genau. Oh, ja, Büffel. Wo kam der Büffel hin? Oben? Nein. Und der kickt immer alle runter, wenn du es falsch machst. Das Zebra kommt nach Afrika. Ach nee, der kam mir dahin. Der kam dahin. Komm, du scheiß Pinguin. Zebra kam da. Ach, verdammt, nein. Jetzt mache ich mich selbst verrückt hier. So, da kommt der Büffel jetzt nach unten darum. Der kam mal oben. Das ist alles so einfach. Und trotzdem ist Jeffy so dumm. So, jetzt habe ich. Jetzt kann ich gar nicht mehr versagen. Wie dich. So, was haben wir denn noch für schöne, schöne Rätsel? Oh Gott, ey. Ich weiß schon, warum ich. Das war auch, glaube ich, mein erster Kontakt mit irgendwelchen Rätseln. Deswegen. Jetzt wisst ihr auch, wo mein Abscheu gegen Rätsel kommt. Ich sag ja, theoretisch sind die gar nicht so schwer, aber ich weiß nicht. Ich kann mir einfach keine Sachen merken oder so. Also kurzzeitig. Ich kann mir die lange einprägen und dann gehen die wirklich nie wieder aus meinem Gehirn aus. Nie wieder. Ah, das ist auch, glaube ich, ihr Merken gewesen. Pass auf, dass die Kinder das richtige Geschenk bekommen. Stimmt, der muss jetzt angucken, eben, wer was bekommt. So, jetzt verschwindet das. Okay, normalerweise verschwindet das, aber jetzt auch so, Schachbrett, Ente, Farbdings. Ja, das sind so Sachen, die kann ich mir einfach nicht merken. So Kurzzeit-Sachen, ey. Deswegen sind die immer falsch. Und Reset. Zelda-Spiel-Dings hier. Ich glaube, die kommen auch in der Reihenfolge, ne? Ne, die macht er mal durcheinander. Okay, also das sind wieder Merksachen, die nicht gehen. Auch. Ist das wäre auch eine Merksache gewesen? Ach Rate nee. mal, welches Instrument der Hase spielt. Das ist einfach. Einfach nur zuhören und. Das könnte aussehen wie eine Gitarre. Das könnte aussehen wie eine. Wie heißt das Ding? Panflöte? Die da. Da ist ein Trommel. Wahrscheinlich ja das Ding. Oh, da ist diese Kontrabass. Der müsste der hier sein. Also wird Trompete sein. Ne, Saxophon. Das ist eben eine Geige. Sag ich ja auch wieder, das ist so einfach. Können wir wieder zu Trackmania gehen. Ja, aber da bin ich ja zum Glück mit Puzzle so gut wie durch. Ja. Das ist auch ein stumpfes Spiel. Das ist einfach nur. Tausche den Inhalt der Schublade um. Das ist einfach nur Memory. Einfach nur. Wo ist das Spiel? Guck mal, das ist die Seite. Guck mal, aber die beiden kommen zusammen, aber es ist trotzdem nur Memory. Klamotten und die. Schnorchel, also. Das Auto und die Fernbedienung. Und das war's. Ui! Ja, die ganzen Weihnachtstage bin ich auch überweg. Deswegen musste ich ja mehr oder weniger jetzt, mehr oder weniger schnell. Ich sage immer nur mehr oder weniger, weil, naja, die Zeit, die ich aufnehme, brauche ich ja trotzdem zum Aufnehmen, ne? Wie bei allen VS. Ist nicht einfach so, dass ich das mit 500-facher Geschwindigkeit hier durchspulen kann. Das Let's Play aufnehmen kann. Schön wär's. Nein. Muss ja schon ein bisschen Zeit und Blut und Liebe verbrauchen, ein Let's Play zu machen. Und dich einfach da hinklatschen. Nee. Aber weiter zu den schönen, schönen Rätseln hier. Ich glaube, das war auch wieder mehr Rätsel. Rate mal, was in dem Paket drin ist. Okay, kein mehr Rätsel. Das ist wieder nur Raten hier. Das ist so ein Paket? Was könnte man so einpacken? Entweder das ist das Buch oder das Schachbrett. Ich glaube, das Buch. Das ist irgendwie auch so. Okay, das ist ja ganz schön komisch eingepackt. Das könnte das Ding sein? Das wird der Hantel sein.
Ah, das ist ja alles einfach. Oh, eine Gitarre. Dann wird schon schwieriger. Zum Beispiel den. Das könnte der Zug sein, ne? Das könnte Gewehr sein. Boah, vielleicht hängt man heute nicht mehr. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Das ist ein Tennisschläger. Ja, definitiv. Das ist so eine Sache, denke ich mir so. The fuck, was könnte das sein, ne? Könnte es die Ente sein? Das Flugzeug nicht. Ich hab das auch noch ganz komisch eingepackt. Wenn du verkackst, darfst du natürlich komplett von vorne anfangen. Das hasse ich immer so bei diesen Rätseln. Oder ist das Auto? Ah. Na, ich habe die Ente. Oh. Guck mal, das ist der Hase. Das ist der Schläger. Das ist der Kran. Okay, der Cayman. Das kann ja nur das Auto sein. Der Flöte. Ich wollte sagen, hier, wenn das jetzt ein beschissen eingepacktes Geschenk ist, dann kannst du der sein, aber. Das ist der hier. Und das ist ein beschissenes eingepacktes Geschenk, genau. Da denkt man auch so, Bonbon? Hä? Ist kein Bonbon. Aber nein, das ist der. Das ist einfach nur so, naja. So, heute packt man ja gar nicht mehr so Geschenke ein. Heute packt man die alle in die Box, in den Karton und packt die dann mit Dings ein. Mit Geschenkpapier. Wenn ich überlege, ich kenne das eigentlich nur so, ne? Es sind immer irgendwelche Kartons gewesen, die eingepackt waren oder so weiter. So an sich nackt eingepackt hat man es eher selten. So, auf zur nächsten Rätsel. Ich glaube, das war wieder mehr Rätsel, ne? Denke an das Werkzeug, um meinen Schlitten zu reparieren. Ja, genau. Jetzt musst du dir merken hier. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Aber das Ding hier. Ich weiß gar nicht, ich muss es auch in der richtigen Reihenfolge. Hammer? Klebersäge. Klebersäge, Hammer, Dings hier, den ja, Klebe, Säge, Hammer. Sieh nicht scheiß Säge, Zöli. Und noch irgendwas. Ach ja, das komische Teil hier. Wo ist denn das? Das ist das Ding hier. Ein Schraubendreher. Naja, ich glaube, das war. Ne, da, nee, das Ding hier. Nein, das war falsch. Ich weiß gar nicht, ob du die auch in der richtigen Reihenfolge machen musstest. Und ich habe wieder vergessen, was es war. Das Ding hier? Was ist Schraubendreher? Ich glaube ja. Doch irgendwas. Ich sage, ich bin schlecht in sowas. Aber ich schaff's trotzdem. Stoppe Scheiße. Und theoretisch, wenn man so gut ist und alle Dinger schafft hier, also alle Mini-Rätsel kommt dann noch so gesagt, ein Endrätsel, ein Auto zum Spiel, aber ich glaube, das werde ich wahrscheinlich diese Sitzung nicht hinkriegen. Nicht wie ihr gesehen habt, wie ich hier verkackt habe. Hier gibt es auch den Weihnachtsbaum. Die Lichter müssen alle an sein. Ja, das ist auch wieder ein Drückspiel, wo dann wieder irgendwelche Dinge angehen und irgendwelche die Sachen ausgehen. Da kannst du auch wieder nur so lange drauf rumdrücken, bis das Ding anbleibt. Und bleib an. Bleib an. Theoretisch kannst du aber merken, eben, wo welche an und welche ausgehen, aber ich sag ja, ich habe das immer hinbekommen, indem ich lololol einfach gedrückt habe. Aber wenn man dann den drückt, den hier unten, dann fliegt man wieder raus. Ja, und theoretisch ist es eigentlich nur das Spiel. Du machst diese Mini-Rätsel, kommst am Ende raus. Ach ja, die Küche gibt es ja noch. Scheiße, die habe ich hier ganz vergessen. Ah, Küche! Ah, oh, die habe ich hier ganz vergessen. Was gab es hier nochmal für Rätsel? Fragezeichen? Merke das Rezept, Oh du wirst es nein. nämlich brauchen. Ich kann es nicht merken. Warum? Genau, diese Merksachen. Ach du Scheiße. Okay, das ist wieder so ein Merkspiel. Schön, ich liebe Merkspiele. Das auch. Alles muss an der richtigen Stelle sein. Ah, hier musst du auch wieder vorher gucken, wie das vorher aussah. Hier siehst du ja diese komische braune Topf nach da oben. Das Salz da links. Das weiße Ding nach da. Alles muss an der richtigen Stelle sein. Guck mal, das braune Ding kommt nach da. Das Ding kommt nach da. Nein, es kommt hier hinten hin. Das Salz kommt da hin. Und, Scheiße, was kommt noch da hin? Das kommt bestimmt auch dahin. Ich weiß gar nicht, wo kommt das kleine Ding hin? Bestimmt noch da oben. Naja, auch wieder so ein einfaches Ding. Wenn du drauf guckst, wie es vorher aussah und dann raufklickst, dann eben. Da, geschafft. Aber wie schön, wenn in allen Spielen noch alles gezeichnet ist. Da merkt man eigentlich, dass es eher gut gealtert ist, weil eben das ja alles gezeichnet ist. Auch in der niedrigen Die Auflösung. Küchengeräte müssen alle am richtigen Platz sein. Auch wenn sie ja dauert das Recycle. Ah, nein, nicht schon wieder. Guck mal, das ist auch wieder das Gleiche. Darf ich hier noch irgendwas machen? War hier noch irgendwas? Ich glaube nicht.
Waren das die Rezepte? Nee, das ist alles das gleiche Ding hier. Und dann gibt es ja eben noch hier den. Genau, hier. Wenn wir den Weihnachtsmann anklicken würden, dann würde er uns Geschichten vorlesen, weil der weiß sogar heute, dass zufälligerweise der 24. ist. Und da liest er uns eben jeden Tag eine andere Geschichte vor. Das heißt eben, hier könnte man theoretisch die Geschichten durchswitchen und wenn man den anklickt, liest er die vor. Ja. Das wollen wir jetzt aber nicht unbedingt machen. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr euch das Spiel ja selbst herunterladen und oder keine Ahnung, kaufen und anhören, weil sonst glaube ich, kann ich eine eigene Episode machen. Nur für die ganzen Geschichten hier. Obwohl, da wäre was fürs Longplay-Channel, ne? Für den Longplay-Channel. Auch wenn es kein Longplay ist oder Geschichte, aber egal. Na egal. So sind wir die ganzen Rätsel mehr oder weniger durch. Ihr wisst, wie scheiße ich sie finde. Oder gut, wer auch immer. Naja, aber sie haben mich erfüllt als neunjähriges Kind. Und da war ich endlich froh, wenn ich sie, als ich sie endlich alle geschafft habe. Alle habe ich sie geschafft. Und das Lustige ist auch, das Spiel speichert keine Sachen auf der Festplatte und läuft direkt von CD. Und den Spielfortschritt speichert er in der Registry von Windows. Richtig crazy shit. Heute gesehen. Heute würde das kein Spiel im Leben mehr machen. Aber damals eben, ja, war das eben mal so. Das heißt, die Spielstände rübernehmen ist auch ein bisschen sehr schwer gewesen. Na geil, zum grünen Abschluss spielen wir dann jetzt noch eins von den Haupt-Hugo-Spielen, die hier mit integriert wurden. Ich sage nur, hier fehlt die komplette Sprachausgabe. Damals habe ich mir mal eingeredet, das haben sie weggelassen, weil die keinen Platz hatten. Ach ja, genau, die grün-roten neben das Dings hier und die rote ist, glaube ich, immer der Schneemann gewesen. Weil die keinen Platz hatten auf der CD. Aber wenn du dir heute anguckst, Speicherplatz verbraucht auf der CD 260 Megabyte. Also, die hätten theoretisch noch Platz gehabt. Die haben es wahrscheinlich nicht komplett drauf gemacht, weil die wollen ja ihre anderen Shit verkaufen, ne? Die anderen Versionen. Ich glaube, da läuft das Spiel auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen flüssiger, weil das kommt mir eher so richtig ruckelig vor. Ruckel, ruckel, ruckel. Wo muss ich jetzt hin? Nach links oder nach rechts? Ich glaube, nach links. Komm, komm, komm. Naja, damals gab es auch so viele Hugo-Versionen. Gold, Platin, 1, 2, 3. Und nachher fing dann irgendwann der 3D-Kram an. Ah nein, der Schneemann. Wir müssen den mit Null abwerfen. Ja, damals hast du ja mal angerufen mit der. Gott, fliegt. Selbst der Schneeball fliegt langsam. Und bei Null können wir mal wieder anhalten und einmal die Karte angucken. Aber von hinten kommt die Lawine und sie will uns töten. Oder uns überrollen. Aber eigentlich, gerade weil das Spiel hier so mega ruckelt, ist das ultra easy. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Punkte irgendetwas zu bedeuten hatten damals. Ich muss mir schon eine alte, ganz alte Episode angucken vom Fernsehen. Desto mehr Punkte man hatte, dass man einen größeren Preis bekam. Die haben zwar auch immer, wenn die das gesagt haben, also wenn du gespielt hast am Fernseher. Scheiße, wo muss ich denn jetzt mal hinfahren? No, ich weiß nicht mehr, ich habe vergessen. Rechts, rechts, links, links. Rechts, links, links, rechts, 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 rechts. Und wenn wir in die Mitte fahren, sind wir auch tot. Wer hätte das gedacht? Aber die haben eigentlich immer relativ. Wenn die es geschafft haben, haben sie immer relativ große Preise bekommen. Irgendwie ein Bett oder eben. Manchmal eben auch Konsolen wie ein Super Nintendo oder so, wo ich mir dann dachte, oh, geiler Shit, ich will auch ein Super Nintendo. Und der Zeitpunkt war ja noch, der war ja noch neu, der Super Nintendo. Das Lustige an Hugo waren auch immer die Todesanimationen, also wenn du verloren hast, was da passiert ist. Aber ich sag ja, hier fehlt fast alles davon. Ich glaube, die haben ja auch eine eigene Winteredition mal rausgebracht, ne? Das heißt zwar hier auch Winter Games, aber eben, wo dann nur diese Spiele drauf waren. Ich hoffe, jetzt bin ich richtig. Rechts, links, links. Noch mehr links? Nur noch links? Links, links. Oder links. Habe ich jetzt, oder? Links, rechts. Links oder nur noch rechts? Links oder nur noch rechts? So, ja. Aber naja, auf dem PC ist es einfach nur noch das reine Nachspielen gewesen von den Hugo-Spielen, ne? Gewinnen konnte man ja nichts, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die mal irgendwann einen Contest gemacht haben. Wie willst du das sonst machen? Willst du ein Foto von deinem Computerscreen machen? Ja, solche Spiele gab es, aber damals zu Nicht-Digital-Zeiten weißt du ja nicht, wie das aussah damals, das Bild. Dann hast du ein Bild geschossen und denkst, ja, yeah, du hast 3000 Punkte erreicht. Links, rechts, rechts, ne?
Nein, komm, links, 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 links. Oh Gott, das Knappi. Dann hast du ja ein Bildschirm gemacht, aber weißt ja eben nicht, wie es nachher aussah, ne? Nachher hast du Kunst gar nichts zu lesen und das ist auch so toll. Tolle Scheiße. Ja, die alten Nicht-Digital-Zeiten. Das war doch was. Richtig scheiße. Ja, viele Sachen waren richtig scheiße. Deswegen, so ein bisschen analogmäßig ist man ja auch noch drauf, ne? Zum Beispiel eben, man macht zwar tonnenweise Fotos oder hat Fotos gemacht. Mit seiner Kamera oder sein Handy oder so und dann vergammeln die mehr oder weniger auf dem Computer. Deswegen bin ich manchmal noch so, dass ich lieber manchmal noch ausdrucke, die Bilder, damit man eben noch was von denen hat. Etwa man packt sie in ein Fotoalbum oder keine Ahnung, hängt sie an die Wand oder sonst irgendwie, dass sie nicht irgendwie so gesagt auf ewig versauern. Aber da muss man dann eben auch auswählen, ne? Man schießt da viel mehr Fotos, seit alles digital ist, als in Analogseiten. Deswegen muss man eben sehr viel aussortieren. Gerade wenn man von einer Sache irgendwie 100 Bilder gemacht hat, wo man so denkt, so, vielleicht sieht das jetzt gut aus, ist das jetzt scharf, ist das jetzt scharf, ist das jetzt scharf. Ja, auch die Videobearbeitung ist besser geworden. Analog, da habe ich niemals Kontakt mit Videobearbeitung gemacht. Aber mein Opa, der hat aber jetzt noch selbst geschnitten, mit Musik untergemacht und kommentiert und, ach du Scheiße. Aber der ist auch ein richtiger Technikfreak gewesen zu den alten Analogzeiten. Der hat ja alles gehabt hier. Videoprojektor, Videoaufnahmegerät. Deswegen habe ich sogar noch Videos aus den 60ern, die er mal aufgenommen hat. Aber das Doofe ist heute, das ist kein Projektor oder sonst irgendwas. Du musst dich schon irgendwie digitalisieren. Gibt ja Geräte dazu, ne? Na, normalerweise würde er irgendwas sagen, aber der steht aber nur da und grinst mich an. Yay. Auf zum nächsten Spiel. Dem Schlitten. Normalerweise würde jetzt irgendeinen Reim ablassen, aber naja, ich sag ja, das ist die. Ich kann fast sagen, Demo-Version. Die Diskettenversion. Genau, so kann man sagen. Dann haben sie damit der Sprachausgabe gespart. Und hier musst du einfach nur drauf reagieren. Wie schön, dass er die auch die ganze Zeit anguckt. Und hier reicht meistens nicht nur einmal drücken, sondern ein paar Mal mehr drücken. Genau, du drückst schon längst 8. Und da hat er die schon festgemacht. Naja, wie gesagt, die Spiele sind auch damals eben gewesen, du hast bei der Sendung angerufen und hast dann eben die Tasten auf deinen Hörer gedrückt. Und mehr oder weniger haben die ja irgendwie erkannt, so gesagt, welche Taste du gedrückt hast, wenn du angedrückt hast. Beep, beep. Weil damals gab es da noch keine MV-Töne, da waren das ja noch, Pulswahlverfahren, genau. Und deswegen konnte man die mehr oder weniger ein bisschen schlechter erkennen. Ich weiß nicht, ob es auch Systeme damals gab, die dann umsetzen konnten. Vielleicht, aber ich glaube, das hat ja manchmal auch nicht funktioniert, weil du hast so oft einfach immer gehört bei diesen Sendungen, ich hab gedrückt, ich hab gedrückt, ich hab gedrückt. Weil dann, ja, ich glaube, Hugo haben sie wahrscheinlich zu doll ausgemolken. Das ist ja auch irgendwie so eine relativ kleine Firma gewesen zu dem Zeitpunkt. Sie haben sie ja noch dieses Spiel gemacht, dann haben sie tonnenweise Spiele rausgehauen. Egal auch für den Computer, für PlayStation 1 und so weiter. Und irgendwann sind die auch so ganz komisch 3D geworden. Und ich glaube, dann sind die auch langsam in der Abstinenz verschwunden. Ich weiß gar nicht. An Hugo lief dann auch noch irgendwann mal im Fernsehen. Oder beziehungsweise nur als Maskottchen für irgendeinen TV-Sender. Ich weiß gar nicht. Auch irgendein Sender, glaube ich, der nicht mehr existiert. Was, Tele5? Nickelodeon? Gestorben? Ach nee, das gehört so, glaube ich. Ach, hier musst du Schilder abballern. Okay, das gehört so wie schon. Ja, das gibt nochmal extra Punkte, wenn du ihn abballerst. Hier benutze ich jetzt sogar die 4 und die Num-Tasten. Gab das auch Punkte, wenn du den abgeballert hast? Nö. Gab nur Punkte, wenn du den richtigen abgeballert hast. So, du hast auch nicht unendlich Schneebälle. Okay, also es ist nur reine Punktejagd. Ja, los, nimm dein Schild weg. Ich will den richtigen abballern. Was gibt der? Oh, 100 Punkte gibt er. Aber ich sag ja, Punkte sind eh scheißegal. Aber das Spiel kommt einem so unglaublich ruckelig vor. Dann muss ich euch irgendwann mal Hugo Gold zeigen oder Hugo Platin. Naja, nur was könntest du theoretisch auch auf anderen YouTube-Channels sehen, weil die haben das gespielt. Oft genug, die Spiele.
Aber lustigerweise, ich habe einfach gestern mal nachgeguckt und nach dem Spiel gegoogelt, also nach dieser komischen Weihnachtsedition, und ja, die gab es lustigerweise nicht. Da habe ich nur dieses Intro gefunden und das war's. Mach, es geht noch weiter! Oh Gott. Warum ruckelt das so? Da kann man doch keine Demo-Version verkaufen. Aber die Zeiten sind ja auch schon lange, 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 lange vorbei, ne? Demo-Version. Kennt ihr noch irgendein Spiel, was eine Demo-Version rausgebracht hat? Gott, ich kenne, glaube ich, keins. Die letzte Demo, die ich auch wirklich gespielt habe, eben, ja. Das habe ich ja bestimmt schon mal erzählt, Trackmania Sunrise. Aber da konnte man sogar Strecken bauen oder runtergeladene Strecken spielen. Und eben, ja. Das war eigentlich schon die Hauptsache an diesem Spiel. Dass es so lange gefächelt hat, sagen wir es mal so. Dafür, dass es kostenlos war. Gerade das Trackmania Stadium, das da heute noch viel gespielt wird. Ich wundere, dass sie die Server davon noch nicht abgeschaltet haben, weil es kostet ja nur Geld. Wenn EA Games überlebt, joa, wie ist 3 Jahre alt oder 4 Jahre alt, joa, wir brauchen einen Server zu, joa. Kauft euch mal die nächste Version oder lololol, es gab keine nächste Version. Und ihr dürft keine eigenen Server machen, denn wir gehen da rechtlich gegen vor. Ol, 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 ol. Ich sage ja, das ist keine große Herausforderung, wenn das hier ruckelt wie nichts Gutes, ey. Oder beziehungsweise mit 2 Bildern pro Sekunde läuft. Da war die Hugo Gold Version irgendwie ein bisschen anfordernder. Gott, ist das komisch, dass er dich die ganze Zeit anguckt. Kannst du nicht woanders hingucken? Ja, genau. Fahr mal weg. Danke. So, kommt jetzt noch wieder einmal Schneeballschacht? Nö, er ist da. Yay. So, und dann noch ein Spiel, wie gesagt, was ich nie mit der Meinung bin, was es nicht bei anderen Versionen gab. Das ist irgendwie so eine eigene für dieses Spiel ist. Glaube ich. Wie gesagt, das ist nur alles, was ich weiß. Also, wenn ihr es besser wisst, ja, wisst ihr ja, wo es hin kann. Ne? In die Kommentare. Weiß gar nicht, das Spiel hier auch ein bisschen flüssiger? Irgendwie nicht. Es kann auch irgendwie ganz hart sein, dass es an meinem VMware-Programm liegt, aber das Spiel hat ja doch keine 3D-Unterstützung. Es läuft doch alles noch in 2D. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass es schneller lief damals. Oh. Mein Gott. Das läuft ja in Slow Motion. Ja, definitiv. Ich glaube, das lief echt nicht so damals. Okay, dann schiebe ich jetzt echt mal auf meine VMware. Nee, das Geschenk kannst du behalten. Ja, Slow Motion. Komme ich auch wieder raus mit Escape bestimmt, ne? Was? Alle Escape? Ja, komme ich wieder raus. Gut. Na dann, Leute, dann sage ich mal frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, falls ihr kein Video mehr von mir guckt. Oder ich kein neues Video produziere, wer weiß, vielleicht werde ich wieder krank. Man weiß ja nie, ob das Spiel noch jemals wieder vorkommt oder Hugo oder so. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich auch vom Bus überfahren. Man weiß es nie, man weiß es nie, man weiß es nie. So, frohe Weihnachten, lebt wohl, bis zum nächsten Mal.